Also er ist natürlich bei bester Neuling, denn das gibt es auch immer. Jetzt gibt es die Ehrung für den besten Einzelwert, den ich Ihnen vorher schon beschrieben habe. Die Gesamtsiegerin mit 2,01 Meter, das war damals bei dem Sprung schon klar. Mehr als 1251 Punkte kann man nicht machen in einer anderen Disziplin. Nicht zuletzt deshalb ist das eben auch die Weltbestleistung im Spezialhochsprung. Ja, in Berlin findet die Hochsprung-Quali einen Tag vor dem Siebenkampf statt.